Hallo! Ja, es ist Ende Oktober und wir haben immer noch richtig schönes, traumhaft sonniges Wetter. Es war ein wirklich sehr, sehr ungewöhnliches Jahr dieses Jahr. Und ich nutze das Wetter jetzt einfach nochmal, um einen Völkercheck vor dem Winter durchzuführen. Die Völker sind alle soweit eingefüttert, Varroa-Behandlung ist auch abgeschlossen. Und ich habe jetzt schon die meisten Völker durchgesehen. Da ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Bis auf zwei Völker, die weißenlos waren. Die musste ich auflösen und habe sie mit anderen Völkern vereinigt. Und jetzt habe ich hier noch ein Jungvolk. Da war es sehr ungewöhnlich, weil es vor dem Auffüttern nochmal Weißelzellen gebildet hatte. Also es wollte wohl still umweiseln. Ich habe die Weißelzellen einfach mal gelassen. Warum sie das gemacht haben, eigentlich schade. Es war von meiner Sicht aus eine schöne Jungkönigin. Ich konnte jetzt nichts feststellen, aber eventuell war sie falsch begattet worden. Irgendwas wird den Bienen da wohl nicht gepasst haben. Jetzt möchte ich einfach mal reinschauen, was passiert ist. Ob es eine Königin gibt, ob sie begattet worden ist oder ob das Volk eventuell auch weißlos ist. Aber so von außen, es ist nicht laut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Bienen brausen nicht. Ich schaue einfach mal rein. Also die Bienen sind vollkommen ruhig. Habe ich ja auch schon von außen gemerkt. Ich rutsche jetzt gleich mal in die Mitte rein, um zu gucken, ob dort Brut vorhanden ist. Die Wabe ist schwer, also gut eingefüttert. Kann man nicht meckern, es ist tatsächlich nur eine Futterwabe. Aber hier sieht man, oder ich sehe es, ich hoffe, ihr seht es auch, oder eine geöffnete Weißelzelle. Vielleicht war es tatsächlich diejenige. Hier auch nochmal schwer. Ah, da habe ich tatsächlich gleich die Königin erwischt. Eine ganz helle. Und ich sehe es daran, dass sie unmarkiert ist, dass es tatsächlich eine neue, frische Königin ist. Und auch Brut. Also hier verdeckelte Brut, außenrum offene Brut, dann nochmal ein Streifen mit Pollen und außenrum das Futter. Also genauso soll es aussehen. Ich bin wirklich super zufrieden und jetzt auch überrascht, die neue Königin vorzufinden. Eine wunderschöne. Und, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist eine Biene mit ganz gelben Pollen. Ich habe hier vor ein paar Tagen nämlich ein paar Senffelder entdeckt. Und ich vermute mal, dass die gerade davon zurückgekehrt ist. Ich hebe es noch mal ein bisschen in die Kamera. Hier hat das Umweiseln des Volkes also geklappt. Und sie haben sich nochmal eine neue schöne Königin rangezogen. Hier direkt nebendran von der Wabe, die ich eben gezeigt habe, habe ich direkt nochmal eine schöne Brutwabe gefunden. Das Nest sieht soweit auch in Ordnung aus. Hier auch nochmal eine geöffnete Weißelzelle. Und ich lasse das Volk jetzt tatsächlich so überwintern. Ich muss noch bemerken, dass ich gerade persönlich einfach fand, dass die Königin eigentlich einen recht kleinen Hinterleib hatte, aber sie ist wohl korrekt begattet worden. Sie legt auf jeden Fall Eier und es ist ein schönes Brutnest vorhanden. Deshalb mache ich mir jetzt für den Winter keine Sorgen und schaue einfach mal im Frühjahr, wie es hier aussieht. So, ich bin jetzt hier noch bei einem weiteren Sorgenkind von mir, auch ein Jungvolk. Und zwar hatte das vor der Auffütterung Kalbbrut. Also ich habe Kalbbrutmumien auf dem Gitterboden gefunden. Ansonsten war das Volk an sich sehr schön, sehr stark, hatte viel Brut. Was ich gemacht habe, ich habe das auf neues Beutenmaterial gesetzt und auch an einen neuen Standort gebracht. Und jetzt möchte ich einfach mal reinschauen,
ob noch sich Kalbbrutmumien auf dem Gitterboden befinden und auch wie das Brutnest aussieht. Das heißt, ich nehme jetzt einmal die Zarge ab und schaue mir den Boden an. Hier rüber. Auf dem Gitterboden, wie ihr seht, befinden sich überhaupt gar keine Kalkbrutmumien mehr. Also das ist schon mal sehr erfreulich. Ich schaue jetzt aber dennoch mal noch zur Kontrolle das Brutnest an. Dazu setze ich also das Volk wieder zurück auf den Boden. Also ich persönlich finde, es sieht immer noch stark aus. Stärker auf jeden Fall als das eben. Und gucke jetzt mal einfach auf die dritte Wabe, ob das Futter oder schon Brut ist. Da ist schon Brut vorhanden. Also jetzt habe ich hier die dritte Wabe und da habe ich schon Brut drauf gefunden, was ich euch jetzt mal zeigen wollte. Das ist eine Naturbauwabe. Ihr seht es wahrscheinlich daran, hier unten im Eck keine Mittelwand vorhanden. Und das ist ein sehr, sehr schönes Brutnest, finde ich. Ich mache jetzt gerade mal hier ein bisschen die Bienen weg. Und da ist auch Senfpollen drin, hier oben. Das hat man ja auch gerade schon gesehen an dem Betrieb am Flugloch, dass sie gerade sich Pollen holen. Das können sie sicher gut gebrauchen für den Winter. Kalkbrut sehe ich jetzt auch keine. Auch die Seite sieht gut aus. Gerade eine Babybiene geschlüpft. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Volk an sich. Ich habe jetzt keine Kalkbrutmumien mehr gefunden. Das Brutnest sieht gut aus. Das Volk ist sehr stark. Sie tragen Pollen ein. Nach der Königin schaue ich jetzt nicht explizit. Da ist alles in Ordnung. So, das war's dann von mir heute. Das Volk ist wieder zu. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Check. Das war jetzt mein letzter Check vom Winter. Und ja klar, ein paar Ausreißer hat man immer. Mit den zwei weißlosen Völkern ist natürlich sehr schade, dass da keine Königin mehr vorhanden war. Aber besser so, als wenn noch eine da wäre, aber das an sich ein sehr schwaches Volk gewesen wäre. Weil Völker unter 5000 Bienen gehen bei mir nicht in den Winter, die löse ich dann auch auf. Und dementsprechend hat es mir dann einfacher gemacht, dadurch, dass die Königin sowieso nicht mehr vorhanden war. Ja, jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie es bei euch so aussieht. Habt ihr Problemvölker? Habt ihr vielleicht auch kaltbrütige Völker, weißelose Völker oder Völker mit vielen Milben? Seid ihr noch am Auffüttern? Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie es bei euch gerade momentan so aussieht am Bienenstand, dass wir drüber sprechen können. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!